Hallo Rip. Hallo Metcalf. Ich hab was mitgebracht. NBA Jam. Er ist da. Wie lange wieder mal hier? Mit ja, lange nicht mehr gesehen. Und wir hatten extrem viel die Hände in die Kamera, das mit dieses tolle Bild, das ich ganz viel Ärger kriegt mit dem Keying. Ja. Dass die Hände hier verschwinden. NBA Jam. Die Neuauflage, es heißt NBA Jam, wie das alte NBA Jam, es heißt nicht NBA Jam HD oder HD HD Returns, es ist NBA Jam. Boom Shakalaka, Metco. Ich hab's noch keinen Meter gezockt. Nein, du hast noch nicht gezockt, also auf deine Platte, oder? Ja gut, ich mach's mal immer auf den Sticker, aber das passt. Egal, auf die Platte. Wir zocken am besten mal jetzt erstmal so ein normales Play Now, also ein Schnellspiel. Geh du nach rechts. Natürlich gleich. Wenn dann richtig, ich, oder? Ah! Das ist scheiße. Ah! Das ist lustig. Du musst nämlich CO wählen. Ganz einfach so. So einfach ist das. Erster. Ja. So, mal sehen, wie ich die. Obwohl, ich könnten immer noch die. Sind es aktuelle Statistiken oder eher? Aktuelle Spieler, ja. Alles neu. Das heißt Celtics sacken oder was? Na. Also, ich war ja immer so ein Boston Celtics-Fan. Ich war immer ein Phoenix Suns Fan. Ich habe auch Phoenix Suns Basketball zu Hause, habe ich das leider vergessen. Die Denver Nuggets. Ihr seht ja auch bei den Lakers, Kobe Bryant, Miami Heat ist ja James. Nö. Und Wade. Netz. Ja. Stimmt, die Netz da. Und die Suns. Die Suns sind assi, weil der Nash hat passend 10 und 3er 10. Jawohl. Da zeige ich dir mal, wie assi der ist. Meiner ist irgendwie habe ich nur so. Nur so ein Spack. Ne, nicht den. Den. Aber der Lee ist doch kacke. Ja, aber der andere ist nicht besser. Dann nimm eine andere Mannschaft. Ja, irgendwie. Immer diese Suche mit dieser scheiß Sportspiele. Komische Statistiken. Kann ich mich einfach Sagat nehmen? Sagat. Mein Gott. Achso, ja, die Steuerung. Du wirfst auf X. Aha. Passen auf A. Aha. Du kannst. Also nicht in der alten Version. Geht ja, Tip-Off ist mit Y. Mhm. Weil du spielst jetzt nur einen Spieler. Okay. Und der Witz an der Sache ist, was ich gerade sagen wollte, du kannst nur einen spielen. Ja? Beim okay. Alten konntest du halt einstellen, Tag-Mode an und CPU-Unterstützung aus. So. Das geht hier nicht mehr. So, das jetzt kostet, kann ich jetzt hat der ja, du kannst nur passen, dann passt er zu dir. Oder du drückst Y, dann forderst du ihn auf so. Zu werfen. Verstehst du? Mhm. Turbo mit L. Warum nicht mit L und mit R? Wie früher. Mhm. R bringt nichts. Was? Also ich will das Spiel jetzt nicht komplett fertig machen, aber ich fange jetzt erstmal an mit den Minuspunkten. Ja? Ja. Das heißt, man kann nicht mehr beide steuern. Man kann es auch nicht mehr einstellen irgendwie. Nothing but net, ja. Dann, warum kann man auf R kein Turbo machen? L und R sind nutzlos. Ja? Okay. Hey, du kannst auch hier Turbo. Mit L? Ja. Aber R nicht. Natürlich. Drück mal R. Nee, doch nicht. Siehst du? Nur mit L? Mit den beiden L. Warum? Nenn mir einen Grund, wenn der andere doch sowieso nicht belegt ist, ja? Das jetzt werfen und dieses Tackling vertauscht ist mit der SNES-Version, das ist jetzt keine Kritik, sag ich mal, ja? Kommen wir jetzt mal zu den guten Sachen. Sieht gut aus. Also, sieht sau gut aus. Also, sau gut in dem Sinne, halt hoch und gelöst. Und es hat halt diesen typischen. Es sieht halt so wie so Figuren halt aus. Ja, wir haben jetzt ohne Big Head Mode gespielt. Ja. Es gibt noch den Big Head Mode. Und da hinten diese Fans sind geil. Ja. Alles so GIFs und so, also wie so GIF. Also so auf so schlechtes wie der Gutes gedreht. Ja, das ist total geil. Auch die Cheerleader. Immer so die gleichen Gesichter, die dann einfach nur so drei Bilder haben. Guck. Ach Mist, der hat mich abgegeben, weil ich jetzt den Nash habe, der ist halt mehr so der Dreierwerfer. Naja. In der Halbzeit wechsle ich mal, dann zeige ich dir mal so ein paar Alley-Hoops. Du kannst, wenn du auf den Korb zuläufst und setzt so zum Dunking an, ja. dann glänzt der Spieler so, der blinkt so auf. Ja. Und dann kannst du halt voll geil so Alley-Hoops machen, weißt du, dass der eine so abpasst. Ich guck jetzt mal, ob ich das mal hinkriege. Hast du gesehen? Oh, okay. Ah, nicht reingegangen.
Autsch. Geht auch lokal der Modus, wo man den Korb ja. Das Brett zerstören? Genau. Das ist cool. Also, was heißt cool? Das hört sich gut an. Aber ich hatte erst am Anfang gedacht, das haben die rausgenommen im normalen Modus, aber es ist auch drin. Okay. Das ist halt der Nähe. Diese ewige Diskussion mit E-Fassung und. War ursprünglich mal als Download-Titel geplant. Ja, die Sprüche halt. Ja, ist der gleiche Moderator, so nenne ich es mal, wie im alten Teil. Ja. Und du hast ja gesagt, bei Facebook haben die auch Sprüche gesammelt und wurde auch abgestimmt. Contest. Also wie heißt es? Wow. Fällt mir das deutsche Wort jetzt nicht ein, das gibt's doch gar nicht. Die haben so ein Ding gemacht, wo man teilnehmen konnte. Und dann konnte man gewinnen. Oh, ein Gewinnspiel, so nach dem Motto. Und dann konnte man halt seine Sprüche rein, seine besten Sprüche rein. Ne, ich trifft halt irgendwie fast jeden Dreier, wenn du den gescheit wirfst. Und der Sprecher hat dann halt das dann gesprochen. Das Gesicht. Wie gesagt, es hat ein paar kleine Änderungen zum alten Teil, aber ich muss sagen, sie haben es schon gut hingekriegt. Also so ein paar Sachen, da denkt man sich dann so, warum, ja? Wie mit dem Turbo auf R oder warum kann ich nicht beide steuern? Sie haben wahrscheinlich gedacht, das hat mehr Online-Erfolg. Online zockt halt keine Sau. Was? Kommt vorbei. Ja, das ist unterschiedlich. So. Das ist aus der Sache, aus diesem Sprüche-Zeitalter vom SNES sind wir raus. Warum? Ja, es gibt halt jetzt für Goaltending nicht mehr einen Spruch, sondern es gibt halt drei, vier Sprüche, ne? Was die Sache aber eigentlich nicht schlecht macht, ja? Okay. Also mehr Auswahl dafür. Ja, mehr Variationen. Halt. Ja. Die Klassiker wie Boomshakalaka und so sind natürlich dabei. Oder From Downtown und so. Was? Oh. Und der Ball dotzt einmal. Es macht nicht mehr. Das regt mich auch ein bisschen auf. Das hat mich auch geärgert. Kaupiers. Jetzt kannst du in der Halbzeit, du hast drei Spiele meistens. Kannst immer so von den drei Stück zwei nehmen. Mhm. So, dann nehme ich jetzt mal diese zwei größeren Dunking-Monster. Punkte Monster rein. So. Ja, die Mucke. Zu der Mucke muss ich auch noch was sagen. Es gibt, glaube ich, irgendwie nur drei Lieder. Nein, es gibt nur drei Lieder und die nerven irgendwann so krass. Ja, aber das ist doch EA. Das ist ja doch EA Tracks. Es hätte, könnte, würde, könnte. Also, wie gesagt, es ist nur. Wir haben jetzt hier den Ton ein bisschen leiser gestellt wegen der Aufnahmen, aber es sind wirklich nur so zwei, drei Songs drin. Ne? Nee, das eine hat so ein Babygeschrei drin, das nervt auf Dauer wie die Sau, aber wie du schon sagst, EA hat da so einen großen Pool, sag ich mal, an Sounds und so und auch an Songs. Wegen der schleue GEMA. Ja. Ja, auch nachher alles raus. Das ist gut für uns, weil dann können wir keine. Sonst wird das Video wieder gesperrt, wenn die irgendwelche Lizenzmucke am Start ist. Ja, so oft bei with the sweet finger roll! Aber gut, wenn du sagst, das ist natürlich schade, wenn du da. Gut, du kannst ja natürlich noch den Weg gehen und deine eigene Mucke. Du kannst ja. Yeah! So. Du kannst ja deine eigene. Hey! Garnett? Hallo? Oh, ich bin am Jumpen mehr, dabei will ich eigentlich. Den hier wegfischen, den Reifen. Ja. Hey! Der Ire dahin, der so diese Gifte hat. Das ist halt dein Maskottchen. Das ist auch immer ein anderes dann, das ist auch cool. Oh. He's on fire, gibt's natürlich auch. Wenn du mal dreimal hintereinander. Oh! Nee, gut, er hat eigentlich auch angefangen zu brennen, aber. Schaut doch mal weg. Ja, der brennt normalerweise auch, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, drei hintereinander zu schaffen. Dafür, dass ich es noch nie gespielt habe. Ja, doch, auf der Games kann man ja gut, auf spielen. Der Wii. Die Wii-Version. Die Wii-Version, die irgendwie wieder als letztes rauskam. Ja. Traurigerweise.
Ey! Oh. Was auch irgendwie ein bisschen besser geht als in der SNES-Version, so blocken und so, weißt du, das ist nicht mehr so... Geschüttelt, dann hast du mehr... Nee, bei SNES war das ja kein Geschüttel, da war das halt... Ach so. Da musstest du halt wissen, wo diese Hitboxen sind, weil die halt nicht so geil waren, ne, auf dem SNES. Die Sprüche sind halt saugeil. Kann man nichts sagen. Wir sind zwar am Anfang, habe ich auch gedacht, so, oh, mir fehlen so dieses. Oh mein! Ah, verdammt. Das war ein schöner Sprung. Diese Standardsachen am SNES. Und wenn man mal davon loslässt, ein bisschen, dann. Ist schon geil. Also, ich habe den Karrieremodus, diese Klassik-Kampagne habe ich durchgezockt. Natürlich, um mir die ganzen Spieler frei zu spielen. Und so. Man ist ja neugierig. Gegen Computer ist ein bisschen eintönig. Du spielst die komplette Karriere. Ich glaube, das sind irgendwie so 24 Spiele. Alle von rechts nach links. Jede Halbzeit. Mhm. Jedes Quarter. Weißt du? Du spielst dann quasi 4 Stunden lang von rechts nach links. Und kriegst dann irgendwann echt eins an die Klatsche. Okay, also gar keinen Seitenwechsel. Früher gab es ja so Seitenwechsel noch in der alten Version. Mann, rein! Man. Aber es ist souverän, also es spielt sich gut runter. Es spielt sich wirklich gut, aber es ist halt, einerseits könnte man sagen, das ist irgendwie sau eintönig. Aber ja, halt, was war NBA Jam, ja? Yes. Ja, es ist halt, ja, es ist halt NBA Jam, arcadic. Ja, NBA Jam war hinten einwerfen, NBA. Vorrennen und ein Dunking robben, ja? Ja. Wir haben ja nur die SNES-Version gespielt, das war doch auch ursprünglich eigentlich ein Es gab es auch ein Automatenspiel ursprünglich. Ja, war ein Arcade-Auto ursprünglich. Ja. Das gab es aber auch auf dem... auf dem Saturn? Ja gut, es gab Nachfolger von Midway. Midway hat es ja dann mehr, also laut den Leuten, die das verfolgt haben, ja ein bisschen Sand gesetzt, aber die haben ja verschiedene Meinungen. Naja. Ich sag mal so, um es mal kurz zu fassen, EA hat jetzt hier 100% nicht alles richtig gemacht, würde ich sagen, aber sie haben fast alles richtig gemacht. Also der größte Fehler war einfach dieses Hickhack um das eigentliche Spiel. Genau. Ist, sag mal, das hätten die jetzt einfach gar nicht viel rumgeredet, hätten einfach so ein Spiel mir präsentiert, hätte ich gesagt, boah, Wahnsinn, ja. Aber das... Kommt nicht, kommt als Spiel, kommt nur ja, kommt hier als Beilage, genau, Pommes für das NBA 2010 oder 11. Ich bin on fire! Ja, Mann! Ja! Für die Leute, die NBA Jam gar nicht kennen, on fire bedeutet, euer Turbo geht nicht leer. Fire heißt dann normal, der Mac gewinnt, aber das klappt jetzt nicht. Aber ein Danke, ja, du bist schon wieder ganz schön dran. Vor lauter Laberei hast du mich hier ganz schön... Ja, ich war still. Komm, rein gar nicht. Der rennt ja nochmal in die Dreierlinie. Ja, da wird jetzt ja, 3 Punkte Rückstand. Hast du gesehen? Ja. So Vlogs, die gehen halt... Und das! Gibt so BAM! So, ja. Die Animationen sind so schön. Ja. Die hätten es einfach als, es war ja ursprünglich als Arcade, als Download-Titel gedacht und... Boah! Wenn du andererseits hättest den eben reingemacht, hättest du gewonnen gehabt. Andererseits ist es cool. Juckt den gar nicht. Ja. Ich hab mich gerade einen schönen Gang gemacht. Andererseits ist es gut, dass es ein Disc-Spiel ist, weil damit ist es außerhalb der Griffe von Microsoft, Sony und Nintendo und der Marktpreis regelt den Spiel. Das heißt, das Ding wird irgendwann mal für einen 10er oder sowas... Hier. Gibt es dann Xbox Live? Game Modes? Die Jam Challenge ist nur ein Tutorial. Geh mal Game Mode rein, los. Lass mal hey, was zeigen. Nur, ich erkläre ja gerade. Die Jam Challenge ist Tutorial. In Game Modes, da gibt es halt die klassische Kampagne. Okay, muss man nicht reingehen. Ach so, Big Cap Mode haben wir jetzt gar nicht, wegen dem, weil wir da erst das. Aber er hat noch gar nichts freigeschaltet. Brauchen wir nicht. Remix Tour habe ich noch gar nicht gezockt. Da gibt's, aber ich habe in die Achievements reingeguckt, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Remix Modes ist ganz interessant. Smash. Das ist das. Können wir machen, mit dem Korb abreißen, oder? Ja, genau. Machen wir mal. Bist du es? Gegeneinander für natürlich. Ja, gegeneinander. Oh. Wieso hat er das jetzt bei mir gespeichert und bei dir nicht? Ja. Egal.